Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 German von mir, eurem Yoshi Nintendo. Wir haben aufgehört mit Lemmy. Hi Lemmy, nee, dann haben wir nicht aufgehört. Wir haben ja jetzt ein Part gemacht, den Blood Cup, aber wenn du mal da bist, Lemmy, komm, nehmen wir dich mal gleich hier mit deinen sehr interessanten Haarschnitt. Wir haben den Rennwagen freigeschaltet. Das ist schön. Rennwagen nehmen wir auch mal gleich mit. Ja, wir haben noch keine schöne, nicht nehmen wir. Warte mal, wir schauen mal kurz zwischen Retro und Standard. Wo ist das hier? Ja, nehmen wir hier Retro und Wolkenballons. Und dann machen wir jetzt den Blitzcup. Und ich bin wieder euer Ninjoshitendo. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, kurz mal hier nochmal ein bisschen neu positionieren, dass man es auch schön hat beim Zocken. So, kann losgehen. Ja, wir haben im letzten Part den Blood Cup gemacht. Erfolgreich wieder mit 3 Sternen abgeschossen. Und nun beginnt der Blitz Cup. Und es beginnt mit DS Tic-Tac-Trauma. Ja, hier kann man schnell ein Trauma erleiden. Naja, obwohl hier beim Tic-Tac-Trauma eher nicht. Aber auch wieder hier sehr viele Details. Vor allem hier der Start ist eine Uhr, die klingelt. Oder so ein Wecker. Besser gesagt auch. Ach guck mal, beginnt auch erst wieder hier alles zu drehen, wenn die Musik beginnt. Ach, das ist echt cooles Detail, muss man einfach mal sagen. So. Dann schauen wir mal. Eine Münze. So, Rennwagen. Das ist eine Karosserie. Ist halt ein Rennwagen, das heißt, gehört einer zu den schnelleren Modellen. Und das merkt man auch gut. Hier auch wieder wunderschöne Details. Links und rechts sind Schaltpläne für Schaltpläne, sag ich schon. Zeichen. Wie nennt man denn sowas? Ja, ihr seht das ja, ne? So Blaupausen auch nicht. Skizzen, genau. Skizzen für Zahnräder. Und ja. Und das muss man auch nochmal bedenken, das hier war mal die DS-Strecke gewesen. Also ich würde es nicht... Gut, man weiß, es ist Tic-Tac-Trauma. Also es ist krass, wie viel sich verändert hat. Ich meine, hier war damals so ein roter Zeiger und eine ganz weiße Fläche. Und das war alles. Ja, und der tat weh, der Zeiger. Aber den haben sie entfernt, den Zeiger. Dann hier noch so eine Glocke. Das war so eine ganz einfache... Ja, ganz einfach gestrickt. Jetzt steht da noch schön ein Blitz drauf, ein Blitzkraft. Aber überall Schaltpläne. Schaut euch das mal an, Leute. Wo sind wir denn hier? Wo wurden so... Ja, zum Beispiel, ja, ein Glockenturm zum Beispiel. Also es ist schon cool. Dass man wirklich auch so Schaltpläne raufgetan hat. Also echt schöne Details. Kann man da auf der Draht drauf? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 German von mir, eurem Yoshi Nintendo. Wir haben hier auch wieder aufgehört mit Lemmy. Hi Lemmy, die Leute, die das Spiel jetzt auch wieder schönes Detail. Wir haben jetzt ein Part gemacht, den Blatt Cup, aber wenn du mal da bist, Lemmy, wenn die Musik nicht spielt. Gleich hier mit deinen sehr interessanten Haarschnitt. Wir haben den Rennwagen freigeschaltet. Sind jetzt auch schneller geworden. Das ist schön. Rennwagen nehmen wir mal gleich mit. Sind sie schneller geworden? Das ist jetzt so eine Frage. Ich würde mal sagen, ja. Nicht nehmen wir. Ja, wir schauen mal kurz zwischen Retro. Nur das Pendel, das ist schnell geblieben. Aber ich glaube, die Zahnräder sind echt schnell geworden. Schau ich da mal an, wie schnell die jetzt sind. Wo ist das hier? Gerade noch schön gemütlich. Ah, nehmen wir hier Retro und Wolkenballons. Und dann machen wir jetzt den Blitzcup. Und ich bin wieder euer Ninjoshi Tendo. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, kurz mal hier nochmal ein bisschen neu positionieren, dass man es auch schön hat beim Zocken. So, kann losgehen. Auch hier, also war ich... Ja, wir haben jetzt ein paar den Blattkopf gemacht. Auch hier diese Glocke halt. Abgeschossen. Da oben links stand auch noch Tic-Tac-Trauma. Und nun beginnt der Blitzcup. Und es beginnt mit DS Tic-Tac-Trauma. Also ist echt auch eine wunderschöne Strecke. Hier kann man schnell ein Trauma erleiden. Von DS, da war so mal ein graues. Obwohl hier beim Tic-Tac-Trauma eher nicht. War halt schon schwer. Aber auch wieder hier sehr viele Details. Vor allem hier der Start ist eine Uhr, die klingelt. War so ein Wecker. Nächste Strecke. Vom 3DS. Ach, guck mal, erst wieder hier alles zu drehen, wenn die Musik beginnt. Ach, das ist echt cooles Detail, muss man einfach mal sagen. Ja, sollten Leute kennen. So. Vom 3DS die Röhrenraserei. Dann schauen wir mal. Neue Rundstrecke. Ja, so. Rennwagen. Viel zu sagen. Das ist eine Karosserie. Schauen wir mal. Ist halt ein Rennwagen, das heißt, auf dem 3DS hatte ich schon was gut, weil 3DS kann ich auch schon gut Grafik darstellen. Und das merkt man auch so gut. Hier auch wieder wunderschön, da ist links und rechts noch Schaltpläne für Schaltpläne, sag ich schon. Ja, halt nur noch mal hier schön mit HD-Grafik und so.
Ja, ihr seht das ja, ne? Fast so, alles so gleich. So Blaupausen auch nicht. Skizzen. Ja, gut, außen, genau. Ja, Skizzen für. Nee, doch. Am Zahnräder. Also, das hier mit den Röhren hier. Schönes Pipeline-System. Ja. Und das muss man auch bedenken, nur das hier halt jetzt die Schwerstrecke gewesen. Also, ich würde nicht meine, dass bei unten, das war hier unten auch fast also gewesen. Krass, nur halt, wie sich so verändert hat. Ich meine, verdreht hier war damals so ein roter Zeiger und eine ganz weiße Fläche. Also, halt die Schwerkraftmodus. Und das war alles. Kommen wir nicht hoch, schade. Ja, der tat Lederzeiger, aber den haben sie nicht. Aber ich ein bisschen schade finde, man kann nicht mehr kommen. Hier noch so eine Glocke, das war so eine ganz einfache. Nee, da kann man hoch. Ganz einfach gespielt, steht da noch ein Blitz. Da gab es noch einen Blitzkraft. Aber überall Schaltpläne, schaut euch das mal an, Leute. Das ist so nicht der Fall, aber wo sind wir denn hier? Wo wurden sowas? Weil nur ein kleines Detail. Glockenturm zum Beispiel. Obwohl Detail ja nicht, sondern eine Möglichkeit schon cool zu bekommen. Sind ja wirklich auch so Schaltpläne raufgetan hat. Also echt auf schöne Details. Wow, das war knapp. Ja, so mal auf das Rad drauf. Das muss ich mal sagen. Würde wieder von Lakito hoch. Wunderschön, wie man so die Pipeline sieht, diese grüne zum Beispiel. Naja. Hallöchen, grüner Panzer. Grüner Panzer. So, dann hier auch wieder wunderschön. Das kennen wir ja noch hier aus. Der ist das ein grüner Panzer. Die Leute, die das gespielt haben, jetzt auch wieder schönes Detail. Die Zahnräder da bleiben stehen, wenn die Musik nicht spielt. Boah, wunderbar. Und weiter geht's wieder. Zack, zack, zack. Sind jetzt auch schneller geworden. Die Schwerkraftmodus. Zack. Und unter Wasser gluck. Das ist jetzt so eine Frage. Ich würde mal sagen, wenn man genau hinschaut, ist man hier, glaube ich, ja, so eine Art. Ja, was ist eine Tür? Nur das Pendel, das ist gleich schnell geblieben. Ja, aber ich glaube, das ist eine Reserve, weil man schaut, ob man wie schnell jetzt sind. Gerade noch schön gemütlich. Über die Pflanze rüber. Und hier ist doch schneller. Tschüss, Pflanze. Ich glaube, die hier sind ja aber gleich geblieben. Konnte sie nichts machen. Gab es kein Leckerbissen. Das sind sie auch. Tja, tja, so ist das kleine Pflanze. So. So. Dann sind wir schon wieder auch hier. Also dritten Runde ist angekommen. Eine schöne Strecke. Auch hier diese Glocke halt. Naja, no, ganz nett. Da oben links stand auch noch TikTok-Trauma. Ja, aber wir haben das halt allgemein ist hier so eine. Ja, na gut, man fährt eine naja, so gesehen eine Kanalisation entlang. Na gut, würde ich da jetzt war so man nicht nennen. Gelesen. ja, wohl. Aber, ja, naja. Ja irgendwie mal bestimmt. Ja, was hatte ich so für eine Strecke? Weil es um 3 ist. Jo. So, naja, dann nächste Strecke nicht so vom 3DS, die Röhren ist jetzt geworden, außer halt mit den neuen Grafiken und so. Ja, sollten Leute kennen. Alles nicht so eine geile Strecke. Kann man spielen, auf jeden Fall. Muss man ja im Online-Modus einer auch, wenn sie neueren rankommt. Strecke. Aber, ja, jo. Wow, hab ich durch die Pflanze das gesehen? War ich durch so. Die Pflanze durch? Schauen wir mal. Okay, wunderschön Piranha habt ihr auf dem 3DS war der eigentlich schon ganz gut, weil 3DS kann eigentlich auch schon gut Grafik darstellen, muss man mal so sagen. Konnte schon einiges der 3DS. Und kann immer noch was. Ziel. Ja, halt nur noch mal hier schön mit HD-Grafik und so. Ja, also ist eigentlich fast dann ganz gleich in der Mitte der nächsten Strecke. Ja gut, aus der Polen, ja nee, doch. Also das hier mit den Röhren hier, schönes Pipeline-System. Wunderschön. Nur hier halt jetzt Anti-Schwerkraft. Es ist von der Wii. Ich meine, der das war hier unten also auch Vulkan gewesen. Nur halt nicht so. Das ist jetzt halt viel verdrehter jetzt noch gemacht. Wie also war ja noch so ein bisschen älter irgendwie mit den Grafiken. Also das haben sie echt schon krass aufgebessert, muss man sagen. Aber ich bin so schade. Natürlich ist ja dieser lustige Schummeltrick komplett auch nicht mehr möglich. Oder? Nee, da kann man allgemein noch ganz hoch kann so einen Trick. Da gab es noch Münzen. Ist in der aber ja, in der Mario Kart 8 Version nicht der so, Fall. Aber ich mag auch diese Strecke auf der Wii, weil ich, das ist so die einzige Zwischen, also wo man was Detail passiert zwischen den Runden. Obwohl die Teil ja nicht so wirklich das Sachen kaputt gehen nach einer Zeit. Kommen. Das finde ich echt ein cooles Feature, muss man sagen. Aufpassen. Aua. Wow, das war knapp. Das war knapp. War nicht so geil. Ich finde wunderschön, wie man so die Pipeline sieht, diese grüne zum Beispiel. Münzen. Hallöchen, grüner Panzer. Grüner Panzer vor allen Dingen auch. So, auch hier wunderschön, die Lava sieht schon cool aus. Vor allem der Vulkan, ja. Jetzt da haben wir grüner Panzer gesehen. Ach, ich bin auch noch raufgekommen, okay. Ganz komisch raufgekommen. Wunderbar, hier dieses Pipeline-System, schon groß. So, interessant, dass jetzt noch so kleine Lavalöcher entstehen, würde ich mal nennen. Und damals war es ja wirklich so richtig großes Feuer gewesen. Ja, wenn man so genau hinschaut, ist man hier, glaube ich, so eine Art. Naja, so sollte mir recht sein. Die großen Pfeil sind irgendwie so Abzug ein bisschen oder so, aber auf jeden Fall mit Pipelines. Ne? Also die Lava sieht schon so von Grafiken wie über die Pflanzen cool rüber. Tschüss, Pflanze. Jetzt gehen ja auch die ganzen Sachen kaputt. Ja. Da muss man schön konnte sie nichts machen. Lang gab's kein Leckerbissen für sie. Da kommt ein kleiner. Tja, so ist das kleine Pflanze. So, hier wackelt es schon, das wird gleich untergehen. Dann sind wir schon wieder in der dritten Runde angekommen.
Na, da gehen schon die ersten. Eine Banane. Naja, ganz nett. Arme Sachen. Vor allem die Höhle, also, die ich hier allgemein so krass, weil die so eine in der Wii-Version kleiner Hut und so, Fett. Naja, so gesehen, also wirklich sehr interessant. Entlang. Und hier hat es wirklich nochmal so schön zu starten. Nicht hinten und das ist schon krass, wohl, was aus der Höhle da geworden ist. Naja. Auf der Wii-Version sogar ganz so von Stücke. Meinen, oh, war ja kein Flieger. Ich glaube, das ist neu, dass da jetzt ein Teil verschwunden ist. Ist jetzt auch nicht geiler geworden, außer halt mit den neuen. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass da was verloren ging. Alles nicht so, ne, wenn man nicht dran erinnert, kann man spielen, auf jeden Fall. Muss man ja im Online-Modus auch, wenn sie dran kommt. Gegner? Aber. Ha. Wow. Hab ich durch die Pflanze. So. Gesehen? War ich durch die Pflanze und durch? Schweben. Oh, hier wunderschön Piranha der Stand, glaube ich. Schweben im Ziel. Yay, yay. So. Auch, dass sie die drei Blöcke da gelassen haben. Ist cool. Da war auch eine Wii-Version. Und. Drei Blöcke da. So, jetzt Ziel. Ist hier natürlich die Strecke schon ein bisschen kaputt. Deswegen ist so cool an der Strecke, dass okay, die Strecke sich fertig verändert nach einer Zeit. Dann kann es weitergehen in Mitte der nächsten Strecke. Ja. Häufiger geben. Das war ja mal echt ein cooles Feature. Die Strecke sich nach und nach, nach jeder Runde verändert. Aber naja gut, man muss halt auch schauen, wie man es am besten einbauen es kann. Ist, ja, das ist gut eingebaut. Der Vulkan. Oh, also Vulkangrolle um die Strecke. Ja, das tatet auch. Ich finde ja echt manchmal den Nakito interessant. Wie war ja noch so ein bisschen älter gewesen mit den Grafiken. Also das haben sie echt schon krass, aber schon besser, muss man sagen. Natürlich ist in dieser lustige Schummeltrickling natürlich nicht mehr wirklich. Regenbogen Boulevard gefahren, da bin ich mir drunter gefallen. Allgemein habe ich mich abgesetzt und da habe ich den Nakito gar nicht mehr gesehen. Der war irgendwo hinter der Wand. Aber ja. Naja. So, aber ich mag auch diese Strecke auf der Wii, weil ich, das ist so die einzige Strecke, wo mal was passiert. Nakito tut ja auch noch seinen Job. Wirklich, das ist ein Sachen kaputt in einer Zeit. Nein. Seinen Job. Das ist echt ein cooles Feature, muss man sagen. So, und damit ist auch diese wunderschöne Vulkankollenstrecke oh, wow, jetzt abgekommen. War ich hier gerade und Leute, jetzt kommt noch mal ein Highlight. Muss man mal so sagen. So, Bananenmünzen natürlich. Also jetzt kommt noch mal eine wunderschöne Strecke. So, auch hier wunderschön. Die Lava sieht schon also, cool aus. Vor allem der Vulkan da hinten Vater. Noch. Und wow. Ach, die Strecke, die jetzt kommt, kann einiges. Und zwar N64 Regenbogen Boulevard. Also, interessant, dass jetzt noch so kleine Lavalöcher entstehen. Ich finde das auch noch mal geil, dass du mal wirklich so eine Strecke, was du als Feuer zeigen kannst. Also die ganzen Feuerwehr und so, naja, sollten mir recht sein. Die großen Feuerwehr sind auch manchmal ein bisschen schwer auszuweichen. So, also die Lava sieht schon so fast also an einiges. Cool die Musik aus. Allein live aufgenommen. Jetzt gehen ja auch die ganzen Sachen. Dann noch, ah, guck mal, denn, da guck mal, ich hab den auch Rosalina Statue gesehen. Dann hier unten fährt noch ein Zug lang von Autos lang. Die Nacht. Die Häuser haben Licht an. Da hinten waren Mario, wir sind an der Peach. So, hier wackelt es schon. Das wird gleich damals auch so, nur nicht so spektakulär. Man geht schon unter. Nicht. Oh, das könnte jetzt sterben. Da geht schon die ersten Sachen. Ja. Arme Sachen. Boah, schau dich mal an, da sind noch krass, weil die so ein Pilz. Wii-Version, glaube ich, ja. Ja, so, wirklich sehr interessant cool und hier hat es wirklich noch so schön so Stalagmiten. Damals als und Rennen war, glaube ich, genauso das groß wie Bios, was unsere Stadion war damals. Ja, war es bei auf der Wii-Version sogar nicht billig. War auf jeden Fall diese Bios-Strecke hat auch 1,30 gedauert. Die hat genau 1,30 auch gedauert. Ich glaube, das ist neu, das hat sie natürlich nicht gesagt. 1,30 können wir nicht fallen lassen, können wir mal als Abschnitte rennen. Da kann ich mich nicht rennen. Und dafür reicht es auch wirklich als Länge. Ich hatte mich echt nur wie länger erinnert, vielleicht war doch so, mir ist ja nicht aufgefallen. Und wunderschöne Musik und wow, alles. Alles. Das muss man einfach mal so sagen. So. Aufpassen, Ketten und genau. Und wieder schweben. Ja, wir haben ein bisschen Driften. Schweben. Und da kommt ein roter Panzer. Yay, yay. Bom, bom. Oh, dass sie die drei Blöcke da gelassen haben. Ist cool. Da war auch eine Wii. Nur nicht runterfallen. Ist so geil. Da. So, jetzt ist hier natürlich die Strecke schon ein bisschen kaputt. Das Ding ist so cool an der Strecke, dass die Strecke sich verändert nach einer Zeit. Auch nochmal schön. Das ist echt hier. Das hier ist 8 wieder mal. Häufiger geben. Auch sehr lustig. Das war ja mal echt ein cooles Feature. Die Strecke sich nach und nach nach jeder Runde verändert. Oh, nicht runterfallen. Warte mal kurz, eine Sache. Aber naja, gut, man muss halt auch schauen, wie man es am besten einbauen kann. Aber hier haben sie es gut eingebaut. Ja, auch cool. Okay. Ouch, und zwar, ich wollte sehen auf mein Gamepad, was ich ja hier vor mir habe. Ich finde manchmal die Aufladestation. Weil ich ausgeschaltet habe. Die Strecke ist ja auch bunt eingezeichnet. Aber schon interessant, also die zwei Regenbogenstrecken, die gibt immer gehabt, bunt gezeichnet. Regenbogen Boulevard gefahren, da bin ich drunter gefallen. Dann hat er mich abgesetzt und dann habe ich die Strecke nicht mehr gesehen gehabt. Da waren irgendwo hinter der Wand des Netzes die Detail. Detail. Naja. Ach, schade, dass wir jetzt schon verlassen. Wir sehen auch nochmal richtig geil. Der Mario Kart splittet sich nochmal wirklich ab. Richtig geil. Jetzt kommt da richtig fett. Mario Kart steht da nochmal drauf. Seinen Job. Und seinen Job. Das ist eine coole Strecke.
So, und damit schade, dass diese so schnell vorbei ist. Vulkanrollenstrecken abgekommen. Und Leute, also, jetzt kommt noch mal ein Highlight. Schön, muss man sagen. Muss man mal so sagen. So, Ergebnis anzeigen. Also jetzt kommt noch mal eine wunderschöne Strecke. Also eine wunderschöne Strecke. Die Strecke, ja, die jetzt kommt, kann einiges. Und zwar N64 Regenbogen-Boulevard als Abschnittsrennen. Hier Blitzcup, Silber. Ich finde das auch nochmal geil, das ist nochmal wirklich so eine Strecke, was du als erstes zeigen kannst. Mit der Banane. Vor allem mit den ganzen Feuerwerk und so. Iggy ist halt Iggy. Alter, Vater, die kann vieles. Doch, kennen wir jetzt gerade auch nicht genau aus. Iggy kann es so sein. Also die kann einiges. Ich habe nämlich meine Ahnung, Musik allein live aufgenommen. Dieser dann noch, Larry, guck mal, ich habe den die Rosalina-Statue gesehen. Dann hier unten fährt noch ein Zug lang, von Autos lang, die Nacht, die Häuser. Und der Blitzlicht an den Mario mit dem Beach. Logo, wie bei so einer Sonne und so, nur nicht so spektakulär. Da oben steht auch nochmal, es kann irgendwas stehen, nochmal ein kleines Buch, kannst du nicht lesen. Aber ist ja egal, wir haben 3 Sterne. Und damit, Leute, haben wir. Schaut euch mal an, und das ist noch so ein Fertigpilz. Dann kannst du im nächsten Part weitergehen, ja, mit dem Pilzcup auf der 100er Motorklasse. Cool, ja, Leute, aus. Das war's für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Rennen, dann, glaube ich, Seichschau, das Stadion damals. Da war es bei Stadion, war das. Ja, aufpassen, nicht runterfallen. War auf jeden Fall diese Weihestrecke, hat auch 1,30 gedauert. Die hat genau 1,30 auch gedauert. Ja, gut, da hat sich natürlich Nintendo gesagt, ja, gut, 1,30 können wir nicht fallen lassen, können wir mal als Abschnitte rennen. Und dafür reicht es auch wirklich als Länge. Die hat nämlich echt eine gute Länge. Und wunderschön Musik und wow, alles. Einfach nur alles. Das muss man einfach mal so sagen. Aufpassen, Kettenhund, genau. Weil wir haben ein bisschen Driften. Und da kommt ein roter Panzer, bumm. Bumm, bumm. So, nur nicht runterfallen. Wäre nicht so geil. Aber sind wir, glaube ich, hier schon. Ja, letzten Abschnitt, schade. Schon letzten Abschnitt angekommen. Auch nochmal schönes Feature hier. Das hier ist eine 8 wieder mal. Auch sehr lustig. Ja, eine 8. Oh, nicht runterfallen. Warte mal kurz, Leute, eine Sache will ich kurz testen. Ja, auch cool. Okay. Und zwar, ich wollte sehen auf mein Gamepad, was ich ja hier vor mir habe, auf der Aufladestation. Weil ich ausgeschaltet habe. Die Strecke ist ja auch bunt eingezeichnet. Also, die 2 Regenbogenstrecken, die es hier gibt, immer sind bunt gezeichnet. Nicht gezeichnet, sondern halt aussehen her. Also von der Streckenform. Das ist echt ein cooles, nettes Detail. Detail. Ach, schade, dass wir jetzt schon verlassen. Wir sehen auch nochmal richtig geil. Der Mario Kart, das splittet sich nochmal wirklich ab. Richtig geil. Jetzt kommt da richtig fett Mario Kart, steht da nochmal drauf. Und das ist eine coole Strecke. Schade, dass die schon so schnell vorbei ist. Also. Wow, schon schön, muss man sagen. So, Ergebnis anzeigen. Also, das ist echt eine wunderschöne Strecke. Ja, jetzt schauen wir uns die Ergebnisse an. Mal schauen, ob da doch wieder 3 Sterne wert waren. Das ist Rennen. Also der allgemeine Cup. Hier Blitzcup, Silber Logo. Wir sehen Vulkangerollen mit der Banane. Iggy, ist halt Iggy, weiß ich nicht. Irgendwer war das schon von den Koopas. Doch, kennen wir jetzt gerade auch nicht genau aus. Iggy kann es nicht gewesen sein. Ich habe ja noch nicht mal eine Ahnung, wen ich habe. Hieß er Larry? Ach, ist ja was. So, wunderschön vom Mario Kart TV wieder aufgenommen, die Szenen. Und der Blitzpokal, auch nochmal hier mit dem Logo und mit so einer Sonne. Und du hast nur eine Sonne fallen. Da oben steht auch nochmal, irgendwas steht da nochmal klein gedruckt, kannst du nicht lesen, genau. Aber ist ja auch egal, wir haben 3 Sterne. Und damit, Leute, haben wir 50er Motorklasse fertig. Dann kann es im nächsten Part weitergehen, wieder mit dem Pilzcup und der 100er Motorklasse. Ja, Leute, das war's für diesen Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, seid schau, Yoshi, Tendo.